Dann machen wir weiter im Saal bei Herrn Blank. Ja, zunächst mal die Frage an Frau Fietz. Nachdem sich die Kanzlerin nach dem Treffen am Mittwoch schon unzufrieden über die Ergebnisse geäußert hat, nun laufen gerade Eilmeldungen, dass in Berlin ein Gericht die Sperrstunde kippt, dass die Bayern von morgen an kein Beherbergungsverbot mehr haben und auch die Obergrenze für Teilnahmen an Gottesdiensten draußen kippen und so. Wie würden Sie denn das, die aktuelle Entwicklung gerade einordnen? Wo kann das die Kanzlerin jetzt zufriedenstellen, gerade die Entwicklung beim Beherbergungsverbot? Also zu den jetzt aktuellen Meldungen kann ich noch keine Stellung beziehen, weil ich die jetzt durch Sie gerade zur Kenntnis genommen habe. Ich kann Ihnen nur ganz grundsätzlich sagen, dass wir mit mehr als 7000 Neuinfektionen heute einen Anstieg verzeichnen, wie wir ihn bisher in Deutschland noch nicht gesehen haben. Und die Dynamik des Infektionsgeschehens nimmt stetig zu und wir müssen aufpassen, dass wir die Kontrolle über das Geschehen behalten und die Zahlen in den Griff bekommen. Man kann es nicht oft genug wiederholen, die Pandemie lässt sich nur eindämmen, wenn Infektionsketten erkannt und durchbrochen werden. Je höher jedoch die Fallzahlen und Neuinfektionen sind, desto schwieriger wird die Nachverfolgung. Und einige Gesundheitsämter sind bereits jetzt an ihrer Verantwortung für sich und seine Mitmenschen. Und ich kann nur noch mal wieder betonen, dass sich alle konsequent an die Regelungen halten müssen, die für verschiedene Bereiche nötig sind. Wir müssen weiterhin die Abstands- und Hygieneregeln einhalten, Mund-Nasen-Bedeckung tragen und, wenn dies erforderlich und empfohlen wird, regelmäßig lüften. So, und die Kanzlerin hat ja deutlich gemacht, dass man mit richtigen Maßnahmen gegen das Virus ankämpfen kann. Sie hat aber auch deutlich gemacht, dass das entschieden und wirklich mit aller Kraft jetzt notwendig ist. Und deshalb ist es wichtig, dass wir mit den Maßnahmen weiter vorankommen und sie entschieden einhalten können und die Bevölkerung daran mitwirkt.